Ich persönlich bin sehr froh, dass es das Kulturticket gibt, da die Resonanz sehr groß ist. Also die Studenten kommen tatsächlich ins Theater, interessieren sich für das Schaffen vom deutschen Theater. Das freut uns natürlich sehr. Und wenn man die Barriere, die Hürde abbauen kann, ist das natürlich immer sehr gut. Ich meine, dass es wichtig ist, dass die Studenten im Gedanken an die Stadt Göttingen auch das deutsche Theater verbinden. Das heißt, wenn sie quasi eine gewisse Zeit in Göttingen verbringen, haben wir zum Ziel, dass auch wir, das Deutsche Theater, hier eine Rolle spielen in dieser Zeit. Also insofern, für mich ist es ein großer Erfolg. Ich finde es toll, dass die Studenten diese Möglichkeit haben. Und wie viele Studierende nutzen es tatsächlich? Gibt es vielleicht Zahlen oder gibt es mehr Besucher als vor dem Kulturticket? Es gibt auf jeden Fall Erhebungen darüber, wie das Kulturticket sich in den letzten Monaten und Jahren entwickelt hat. Das ist eindeutig, dass die Zahlen diesbezüglich steigen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen verfrüht, nach einem, zwei Monaten schon sagen zu können, so und so viel Prozente sind mehr. Da muss man immer ein bisschen längere Zeiträume abwarten. Aber die Resonanz nimmt zu. Also das ist tatsächlich so, dass sich das langsam rumspricht, dass das eine einfache Art und Weise ist, am deutschen Theater teilzunehmen. Und da würde ich jetzt einfach sagen, jetzt gucken wir die nächsten Monate an und freuen uns darauf, wenn der Trend weiter so verläuft, wie er im Moment zu sehen ist. Warum sollen Studierende überhaupt ins Theater gehen? Ich denke, dass Forschung, Lehre und Kunst und Kultur eng miteinander verknüpft sind. In der Forschung und Lehre geht es sehr stark um das kognitive Denken, es geht sehr stark um Zusammenhänge, die man benennt. Bei der Kunst und Kultur geht es ja mehr darum, das, was unaussprechlich ist, das emotionale Erleben, zu formulieren. Es geht ja mehr darum, auch zu zeigen, dass vielleicht gewisse Umstände gar nicht so sehr in falsch und richtig einteilbar sind. Und ich denke, dass diese beiden Bereiche sich optimal ergänzen. Das ist mitunter auch ein Grund, warum Göttingen nach wie vor als kleine Stadt so ein großes Theater unterhalten kann. Und von daher denke ich, ist eigentlich jeder Student gut beraten, sich dem Erleben auszusetzen. Und was zeichnet gerade das deutsche Theater aus? Also was ist das Besondere am deutschen Theater? Also besonders ist sicher, dass das Deutsche Theater ein großes Ensemble hat. Es sind ja 26 Schauspieler, die hier in unterschiedlichsten Rollen zu sehen sind. Besonders ist auch, dass das Deutsche Theater sehr, sehr viele unterschiedliche Stoffe und Stücke präsentiert, nebeneinander. Das heißt, wir haben sehr viel zeitgenössische Dramatik, beziehen uns also sehr stark auf das dramatische Schaffen, was im Moment entsteht von jungen Künstlerinnen und Künstlern. Auf der anderen Seite kümmern wir uns natürlich auch um Stoffe, die schon ein bisschen älter sind, die die Zeit überlebt haben. Ich meine damit nicht nur Klassiker, ich meine damit auch Stücke aus dem 20. Jahrhundert, die einfach wichtig sind oder einen Meilenstein darstellen im dramatischen Schaffen. Und von daher denke ich, ist es sicher auch interessant, dieses breite Angebot zu erleben, diese unterschiedlichen Formen zu erleben. Wir machen ja auch nicht einfach nur eine Regiesprache, sondern wir versuchen ja gerade bei den Regisseuren ganz unterschiedliche Formen von Inszenierungen zu zeigen, sodass man, glaube ich, einfach ein bisschen einen Überblick bekommt, was das Theater heute tatsächlich kann. Und können Studierende auch beim Deutschen Theater arbeiten, zum Beispiel als Schauspieler oder Komparsen? Wer begabt ist, ist herzlich willkommen. Also grundsätzlich ist es so, dass wir Kooperationen machen mit der Hochschule, beispielsweise in Hannover oder in Hildesheim. Also wir haben einige Fluktuationen an Studentinnen und Studenten, die hierher kommen oder Studierende, die ja teilnehmen an unserem Betrieb, auch nur für ein paar Monate. Grundsätzlich ist das natürlich möglich. Es gibt ja unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit zwischen der Uni und dem Deutschen Theater. Beispielsweise jetzt gerade das Top, was jetzt spielt bei uns im DT2, das halte ich für eine sehr, sehr gute Verbindung, weil es ja tatsächlich darum geht, dass das Top ja auch versucht, diese Grenze vom kognitiven Denken zu überbrücken, um das emotionale Erleben zu propagieren. Das ist genau das, was das Deutsche Theater auch macht. Und wenn es Verbindungen gibt zum Top und dadurch die Schwelle ins Deutsche Theater gesenkt werden kann und Menschen schon mal hier waren und gesehen haben, dass es vielleicht ja ganz anregend ist, hier zu sein, dann stelle ich mir vor, dass wir uns gegenseitig da gut ergänzen können. Es gibt aber auch andere Formen der Zusammenarbeit. Beispielsweise sind wir dabei, auch zu planen, ob man beispielsweise ein Symposium machen kann im Deutschen Theater, also wo man sich zu einem Thema unterschiedlichste Fachleute herholt, um das zu diskutieren. Oder dass man auch bei einem bestimmten Stück vielleicht eine
eine Form von erweitertem Wissen da dran hängt an dieses Stück. Und dann gibt es ja auch tatsächlich ein Seminar, was um drei Inszenierungen des Deutschen Theaters kreist, was ja also sehr stark verknüpft ist mit dem Schaffen des Deutschen Theaters. Insofern, ich glaube, die Verbindungen sind da und sie werden enger. Und was wünschen Sie sich quasi von den Göttinger Studierenden für die Zukunft? Ich habe da eigentlich gar nicht so Ansprüche, weil ich denke, es muss sich ja in der Zeit erweisen, ob die Studenten das interessiert, was wir machen. Im Moment sieht das gut aus. Im Moment ist die Resonanz gut und ich glaube, dieses Annähern muss man pflegen. Und wie gesagt, ich möchte eigentlich gerne, dass jeder Studierende eine Erinnerung hat an Göttingen, an die Zeit in Göttingen, weil viele werden ja wieder weggehen, bleiben ja nicht so viele dann letztlich in Göttingen. Und die weggehen, haben Gedanken an diese Stadt, die, so wünschen wir sie auch, verknüpft sind mit dem Deutschen Theater. Insofern, ich glaube, es liegt eine große Chance darin, dass Göttingen so eine große Universität hat, denn eine Universität bedeutet immer Durchzug. Es kommen Menschen, es gehen Menschen, es findet immer etwas statt, was die Großstadt eigentlich völlig normal in sich aufnimmt. Menschen kommen hierher für ein Semester oder auch länger und gehen wieder. Und ich glaube, das ist eine große Chance, weil dadurch entsteht einfach ein gewisser Geist in der Stadt, der nicht so sehr im eigenen Saft brütet, sondern der eben auch so ein bisschen über die eigenen Grenzen hinausgeht, weil Menschen kommen und die Stadt erleben und auch wieder gehen. Und das ist für uns Theaterschaffende ist das eigentlich eine große Chance. Ich habe gelesen, dass das Theater soll offener werden fürs Publikum. Es gab ja Tag der offenen Tür mit dieser tollen Party im Anschluss. Wird es in Zukunft weitere solche Aktionen geben? Unbedingt, ja, ja. Wie sieht es aus in Zukunft? Was ist geplant? Also es gibt natürlich grundsätzlich der Wunsch, dass die Grenzen viel offener sind zwischen dem Publikum und dem Ensemble, dem Theater überhaupt. Und da arbeiten wir an vielen Stellen dran. Und es gibt halt Leuchttürme, wie beispielsweise so eine Party, die soll zweimal im Jahr stattfinden. Einmal hatten wir sie jetzt schon, am Ende der Spielzeit gibt es nochmal eine, wo wir dieses Haus erlebbar machen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Grundtenor, dass wir versuchen, Anlässe zu schaffen, die eben über das direkte oder den einzelnen Theaterbesuch hinausgehen, dass eine Bindung an dieses Haus stattfindet. Es ist ein wunderschönes Haus, was viele Möglichkeiten hat, schöne Räumlichkeiten, was ein tolles Bistro hat, wo man vor der Vorstellung hier in der Bellevue Bar was trinken kann und hier ein bisschen abhängen kann. Also es gibt viele Möglichkeiten, sich hier aufzuhalten und wohlzufühlen. Und das muss nicht immer direkt verbunden sein mit der Theaterkasse, sondern das soll einfach ein offener Ort sein, der zur Begegnung einlässt. Ob das die Begegnung ist zwischen dem Publikum und dem Ensemble oder dem Haus oder die Begegnung der Zuschauer untereinander, das ist eigentlich gar nicht so primär. Es geht eigentlich mehr darum, einfach nicht irgendwie eine Idee zu haben, das Deutsche Theater ist irgendetwas, was wahnsinnig anstrengend ist und einen großen Anspruch hat. Stimmt ja auch alles, aber das kommt eben immer auf die Situation an. Das lässt sich so einfach nicht sagen. Vielen Dank.